Der SV Sandhausen mit 2 Siegen zum Auftakt gestartet, steht inzwischen bei 7 Zählern nach 4 Punkten, kann über Nacht wieder auf Tabellenplatz 2 springen mit einem Sieg im Freitagabend. Topspiel gegen Dortmunds zweite Mannschaft, die Mannen von Jan Zimmermann seit 3 Spielen. Sieglos. Und Sandhausen startet gut. Mogultay, der Linksverteidiger Dortmunds, stellt sich hier nicht clever an im Zweikampf. Den Stolze zum Freistoß rausholt. Baumann lauert am zweiten Pfosten. Da ist Stolze und das ist Jakob Lewald. Der Neuzugang gleich zum Kapitän bestimmt worden mit seinem ersten Saisontreffer. Weil Dortmund nicht klären kann, Baumann am zweiten Pfosten zu viel Platz hat. Stolze gedankenschnell ist und Lewald dann auch zu viel Zeit gelassen wird. Die ruhenden Bälle auch in der vergangenen Spielzeit ein großes Problem der Dortmunder, die sich allerdings schnell schütteln. Rund 10 Minuten später der starke Michael Eberwein schickt Babis Drakas. Klasse gespielt, nur der Abschluss nicht ideal. Drakas Neuzugang von Stuttgarts zweiter Mannschaft nach Zuckerpass. Von Eberwein muss er hier eigentlich den Ausgleich erzielen. Insgesamt Dortmund spielerisch das bessere Team. Sandhausen insbesondere nach ruhenden Bällen und über die Flügel gefährlich durch die starke linke Seite. Ehlich hat ganz viel Platz. Und Zeit. Wieder der zweite Pfosten nicht gut besetzt. Sebastian Stolze mit der nächsten Großchance. Ivey leitet das Ganze ein. Ehlich mit viel Zeit in der 16. Minute. Und eine gute Parade von Silas Oszinski. Jan Zimmermann insbesondere mit dem Defensivverhalten seiner Mannschaft unzufrieden. Vor allem bei ruhenden Bällen. 30. Minute, Lorch will verlängern in Richtung Stolze. Im allerletzten Moment. Rechtsverteidiger Jessen noch dazwischen. Gute erste Hälfte von Sreto Ristics Mannschaft. Aber nach dem Seitenwechsel Dortmund wieder mal mit einer guten Phase über Mogultay und Elongo Yombo. Riesenchance, aber großartige Tat von Timo Königsmann, der das im Stile eines Handballtorhüters wunderbar pariert. Aus der Distanz der Vertreter des verletzten Nikolai Rehnen hält sein Team hier im Spiel. Und die wissen das dann umgehend zu nutzen. Mühling, 58. Minute. Wieder geht es über die starke linke Seite. Ivey, Ehlich, ganz simpler Doppelpass. Und da steht Dominik Baumann. 2:0. Und das gerade in die Dortmunder Drangphase hinein. Mühling gewinnt den Ball im Mittelfeld. Und dann spielen sie es stark. Dortmund aber auch zu weit weg von den Gegenspielern. Baumann mit Turban nach einem Luftzweikampf. In Hälfte 1 spielt er schon in Halle unter Sreto Ristić. Wir springen schon so langsam in die Schlussphase. 84. Die Verlängerung für Dominik Baumann. Der ist wieder stabiler im Zweikampf. Durch die Beine von Oszinski macht den Deckel drauf. 3:0, drittes Saisontor. Baumann, Königsmann, der Ausgangspunkt. Wunderbar verlängert vom eingewechselten Otto. Und Baumann einfach viel stabiler gegen den jungen Yannick Lürs im Zweikampf. Das Spiel damit natürlich entschieden, aber Dortmund gibt sich nicht komplett auf. Roggo, 93. Minute. Eigentlich keine gute Ecke, eher ein Zufallsprodukt. Der Mittelfeldmann erzielt nach dieser Ping-Pong-Einlage sein erstes Saisontor. Sandhausen mit einem 3:1 Erfolg. Wir hatten in allen Phasen Chancen, um in Führung zu gehen, um den Ausgleich zu machen. Haben wir nicht gemacht und wurden dann natürlich böse bestraft. Ja, am Ende fällt es zu hoch aus. Aber wenn man seine Chancen nicht nutzt und nicht konsequent verteidigt, dann hat wahrscheinlich heute Dominik Baumann den Unterschied ausgemacht. Ich glaube, dass wir gut ins Spiel gefunden haben, dass wir das Tor geschossen haben. Hat uns nicht unbedingt gut getan. Das ist nicht so gut, wenn der Trainer sowas sagt. Aber ich glaube, Plan an sich, den Gegner
in Nahkampf zu bekommen, so dass wir keine Sprintduelle führen müssen. Das ist überwiegend gut ausgegangen für uns. Sandhausen am Ende kaltschnäuziger und abgezockter als die jungen Dortmunder klopfen mit diesem Erfolg wieder in den oberen Tabellenregionen an. Live beim Magenta Sport.